Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Ich bin Dennis oder ClassivalP und wir sind wie immer hier, naja, nicht wie immer, aber wie sehr, sehr häufig, hier in Himmelsfeste und begeben uns, wie wirklich sehr häufig, als erstes zum Kriegsrat, zum Kartentisch, um die Aufträge bzw. die erledigten Aufträge uns anzugucken. Denn die Zeit ist schon lange vergangen. So. Okay, haben wir den Krieg verhindern können? Angesichts der Bemühungen hunderter Unterhändler und Verbündeter sowie einiger persönlicher Verbindungen haben Nevarra und Tevinda widerwillig zugestimmt, ihre Armeen abzuziehen und die umkämpfte Region in der Mitte zu teilen. Wir haben heute einen Krieg verhindert. Mehr sage ich nicht. Denn einen größeren Lohn gibt es nicht. Stolzen Grüßen, Botschafterin Montpellier. Ja, das ist sehr gut. Einfach mal so, naja, einfach und mal so einen Krieg verhindern. Auch nicht wirklich. So, hat das geklappt. Ohne Zwischenfälle nach Verichelle. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass sich die Adligen der Stadt hinter verschlossenen Türen eifrig beraten haben. Ja. Es könnte sich vielleicht für uns lohnen, aber erzählt Sarah nicht, dass ich das gesagt habe. Und, was haben wir bekommen? Wow, 6 Abo-Siegen, da hätte ich jetzt wesentlich mehr erwartet. So, das sind alles Ressourcen. Genau, ich denke mal, wir untersuchen die Westkarte. Die Himmelsfeste scheint deutlich sicherer zu sein als Haven. Nur wenn wir genügend Leute haben, um sie zu verteidigen. Solange das nicht gegeben ist, ist ein Ort wie dieser nutzlos. Deswegen senden wir noch ein paar Truppen zu den Westgraden. Zu denen wir jetzt nicht automatisch gehen. Okay. Wie befohlen, ein Brückenkopf errichtet. Scharmützel mit dem Venatori. Keine Verluste. Die jedoch Verstärkung. Okay, Harding. Jetzt aber noch nicht. Wir müssen uns das alles erstmal noch angucken. Ich frage mich, was es da wohl gibt. Aber das machen wir jetzt auch noch nicht. So, hier sind auch nur Ressourcen. Dann geht es rüber nach Ferelden. Genau, den Wächter finden müssen wir auch noch machen. Und das Schwarze Emporion ist ein DLC. Ich guck mal, für welches Level das sein soll. Das steht leider nicht dabei. Nein, macht. Bla bla. So viel Zeug. Wir warten mal damit noch ein bisschen. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir vielleicht mal eine Hauptquest machen. Weil wir ja doch schon einige Level aufgestiegen sind. Aber den Wächter finden können wir auch noch machen. Hock hat erklärt, dass Coryphäus aus dem Verstand graue Wächter beeinflussen kann. Kontrolle bringt. Genau. Wir müssen sicherstellen, dass uns im Kammwald keine Fallen erwartet. Keine Falle erwartet. Okay. Schicken wir einige Speer hin. Eine hastig gekritzelte Notiz. Ich weiß nicht, warum ich so lese. Da steht nämlich eigentlich noch von einer Brieftaube überbrachte Notiz. Inquisitor, Hawks, Wächter, Freund ist hier irgendwo. Ist aber verschwunden, bevor ich mit ihm reden konnte. Kerl ist gut, seid vorsichtig auf der Straße. Jede Menge Untote. Die Leute hier brauchen unsere Hilfe. Alles Weitere, wenn ihr hier seid. Harding. Okay, das heißt, wir haben noch zwei neue Gebiete. Und dann würde ich mal nachgucken. Erstmal haben wir dafür nicht genug Macht. Ja, okay, wir müssen es demnächst machen. Sobald wir genug Macht haben. Sollte ich da hingehen. Denn wir sind schon Stufe 14, 15. Würde ich sagen, machen wir. Ich weiß halt nicht, welche Stufen die bestimmten Gebiete jetzt haben. Ching, 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 ching. Ich würde gerne den Wächter finden, um ehrlich zu sein. Und darüber können wir auch eine Schnellreise machen. Also probieren wir das mal. Weiterziehen.
Wen nehmen wir denn mal mit? Ach so, habe ich total vergessen. Ich habe alle Gruppenmitglieder und auch mich selbst zurückgesetzt, also die Skills zurückgesetzt und dann neu verteilt. Einfach weil durch diese Spezialisierungen, die noch hinzugekommen sind, das doch etwas interessanter wurde und das vielleicht nochmal machbar ist. Ich nehme jetzt erstmal die drei Magier mit. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, vielleicht sollten wir lieber Blackwall mitnehmen. Naja, mal gucken. Prachtwidder. Außerdem kam ein neuer Patch raus, aber da war jetzt nicht so viel Interessantes, was ich so gelesen habe. Ein paar Bugfixes, aber nicht nichts mit dem Gruppengesprächen, habe ich nichts gefunden. Schön, dass da auch total viele Spoiler drin stehen, wenn man nicht aufpasst. Nicht super Konkretes, aber ich habe dann einfach mal aufgehört zu lesen, um mich zu schützen. Oh. Es ist schön, euch wohl aufzusehen, Inquisitor. Ebenfalls. Und stehen ernsthafte Probleme bevor. Ach. Ihr seid tatsächlich besorgt? Nein. Das schaffen wir schon. Ich bin mir sicher, es ist nichts, womit die Inquisition nicht fertig wird. Vorsicht, Euer Gnaden. Dieser Optimismus könnte ansteckend sein. Ist die Lage wirklich so ernst? Aha, so schlimm? Ich meine, es schüttet wie aus Eimern und... Wow. Ist das ein Riss unter Wasser? Oh. Kammwald war vor 10 Jahren während der Verderbnis Schauplatz einer Überflutung. Das ist zwar nicht der einzige Riss in der Gegend, aber seit er aufgetaucht ist, kommen beständig Leichen aus dem See. Ihr werdet euch durch sie durchkämpfen müssen, um zu der Höhle zu gelangen, der sich Sir Hawks grauer Wächterfreund versteckt. Wir sehen uns nie an netten Orten. Ich wünschte, wir könnten uns besser kennenlernen, Harding. Vielleicht, wenn sich mal nicht überall um uns herum die Toten erheben. Eher zerfällt die Welt zu Staub, als dass euch das Böse ausgeht, das ihr bekämpfen müsst. Vielleicht kann euch ja jemand in Kammwald erzählen, wie ihr den Riss im See erreicht. Der Erbauer weiß, sie werden für eure Hilfe dankbar sein. Viel Glück und passt bitte auf euch auf. Natürlich, immer. Naja, außer wenn wir mal sterben. Also hier schüttelt es noch stärker als einigen anderen Gebieten. Und ist es auch dunkel? Ist das echt der Mond? Der ist ein bisschen gigantisch, hä? Diese Risse unter Wasser sind natürlich sehr unangenehm. So, nun nehme ich natürlich auf jeden Fall Blackwall mit, weil sich das wohl lohnen könnte. Dann nehmen wir halt Blackwall mit und. Können wir noch mitnehmen? Cole und Vivienne? Mal was ganz anderes? So. Inquisitor, ich habe Informationen für euch. Natürlich. Setzt mich ins Bild. Was sollen wir finden? Das könnte uns helfen. Ja, das haben wir sogar. Einmal kann man es ja machen. Bin ich der Meinung. Einmal ist okay. Einmal. Wie hieß das? Das ist das Richtige. Und da haben wir auch schon die Macht. Jetzt könnte ich theoretisch einfach gehen, aber ich gucke mir wenigstens mal das Gebiet an. Um herauszufinden, was uns hier erwartet. So. Okay. Das ist die absolute Hauptmission. Es scheint auch wieder eine sehr, sehr große Karte zu sein. Wir versuchen mal Richtung stille Wasser zu gehen. Und vielleicht schaffen wir es ja. Und wenn nicht, finde ich... Wow. Zumindest heraus, was für Gegner hier überhaupt. Es muss doch eine Möglichkeit geben, zu diesem Riss im See zu kommen. Er klingt anders. Boot. Das Wasser verändert das Lied. Bedeutet dieser Riss, dass jetzt gerade Wasser ins Nichts läuft? Dann wäre der See aber langsam leer, oder? Übrigens die falsche Mission aktiviert, weil ich dachte, wir machen was anderes. Dann ist mir aufgefallen, dass wir so viele neue Gebiete zu erforschen haben. Deswegen ändere ich das mal ganz schnell in stille Wasser. Hilf Kammwald, die Untoten zurückzuschlagen. Das erinnert mich an Dragon Age Origins, wo wir Redcliffe geholfen haben.
die Untoten zurückzuschlagen. Dabei sind viele Leute gestorben. Ich weiß gar nicht, ob es bei uns so viele waren, aber es konnten auch sehr, sehr viele sterben. Oh, sie sind Level 11. Wartet mal. Das sind so. Ach so, wenn es nur so zwei Typis sind, dann mache ich mir daraus lieber nichts. Dann ist Andraste bei uns. Natürlich, es ist immer Andraste bei uns. Oh, okay. Ein Problem weniger. Ich habe übrigens eigentlich auch versucht, Skills zu nehmen, die nicht sich gegenseitig, also womit man nicht seine Verbündeten angreifen kann. Ja, vielen Dank. Hat jetzt nicht so ganz geklappt. Ihr solltet ins Dorf zurückkehren, Miss. Diese Straßen sind nicht sicher. Miss. Oh, das ist ein grau. Stand da gerade grauer Wächter? Da ist nämlich schon wieder Blut der Brut. Ha. Ist mir nie aufgefallen, dass sich das reimt. Die grauen Wächter danken euch für eure Hilfe, Inquisitor. Warum seid ihr hier? Was macht ihr in Kammwald? Ein Wächter namens Stroud soll zum Verhör gebracht werden. Er soll hier durchgekommen sein, aber die Dörfler wissen nichts. Den haben die auch damals schon. Sie haben schon genug Schwierigkeiten. Was wisst ihr über ihn? Was wurde euch über diesen abtrünnigen Wächter erzählt? Kommandantin Clarell hat seine Verhaftung angeordnet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, Sir Stroud wird uns freiwillig begleiten. Ich habe eine Weile unter ihm gedient. Er ist ein guter Mann. So viel steht fest. Könnt ihr vielleicht bleiben und uns helfen? Werdet ihr bleiben, um die Untoten hier zu bekämpfen? Meine Befehle verbieten es mir. Kammwald war nur ein Abstecher für uns. Ist das etwa alles, was wir für diese Leute tun können? Ha. Falls die Inquisition helfen kann, bitte ich euch inständig, es zu tun. Die Dorfbewohner haben schon zu viele Leute verloren. Okay, wir werden unser Bestes geben. Ich find's gut, dass Blackwall hier mit eingreifen kann, leicht. Lebt wohl. Lebt wohl. Aber es hat... Seid ihr sicher, dass wir dem Dorf nicht helfen können? Unsere Befehle sind eindeutig. Wenn wir Wächter Stroud nicht finden, müssen wir schnellstmöglich zur Kommandantin zurück. Die ganzen Blitzeinschläge sind toll. Die sehen... Aber wenn ich unsere Befehle richtig deute... Keiner dieser Wächter hat einen neuen Anführer erwähnt. Ich glaube nicht, dass sie zu Korypheus' Plan gehören, den Orden zu unterwerfen. Ich wollte dazu vorsichtshalber nichts sagen, aber ich denke, ihr habt recht. Ja, ich hoffe, Hawks Wächterfreund hat Antworten für uns. Ich gehe mal hier lang. Hawks Wächterfreund. Vielleicht hätte ich auch Varric mitnehmen sollen. Aber ob Varric den jetzt auch noch kennt, ich kann mich nämlich nicht mehr dran erinnern, ob das so war. Jana. Habt ihr gesehen, wie mich die grauen Wächter vor diesen Leichen gerettet haben? Sie sind unglaublich. Ich werde mich erkundigen, ob sie vielleicht nach Rekruten suchen. Ich erkenne den Reiz dran. Ich weiß aber auch, dass es sehr gefährlich ist. Ich kann verstehen, wieso sich jemand den Wächtern anschließen möchte. Beim Erbauer, ihr seid der Inquisitor. aber nun ja, die Wächter sind Helden. Sie haben mich vor diesen Dämonen gerettet, euer Gnaden. Und bei all dem, was gerade geschieht, möchte ich den Leuten auf dieselbe Weise helfen. Sehr ehrenvoll. Graue Wächter oder nicht, die Welt braucht mehr Leute mit eurem Mut. Mhm. Tretet ihnen doch bei. Sie kann natürlich dabei sterben, was dann niemandem wirklich hilft, aber wenn nicht, dann haben wir einen weiteren grauen Wächter. Dann wünsche ich euch viel Glück in ihren Reihen. Vielen Dank, euer Gnaden. Ich werde euch stolz machen. Ich find's gut, dass Solus da einfach dagegen ist. Warum auch immer. Ich meine, ist das nicht ihre freie Entscheidung? Ob sie das macht oder nicht? Ich will ihr nur sagen, dass das sinnvoll ist. Das ist definitiv besser als nichts zu tun. Okay, jetzt sind wir im Dorf angekommen. Sieht nicht wirklich einladend aus. Wir klauen den Leuten einfach mal ihre Sachen. Das interessiert sie bestimmt nicht. Ich mag es nicht, dass da überall diese roten Markierungen drauf sind. So. Noch ein kleiner Sack. Mit tiefenlauer Leder, jetzt nicht unbedingt das beste Leder. Ist wieder nur ein Embryum, aber es lohnt sich, wenn wir genug davon haben. Oh, ich sollte mich vielleicht mal beeilen. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ja, warum denn nicht? Ups. Bauer, der Inquisitor. Toll, ich hätte mal früher wissen sollen, dass er kam, weil... Bleib weiterhin wachsam. So vom Stufe. See kommen noch mehr. Ach, naja. So stark sind Untote ja nun nicht.
Danke für eure Hilfe. Aber ich fürchte, wir müssen uns auf weitere dieser Kreaturen einstellen. Mhm. Vielleicht sollten wir hier einen Stützpunkt aufbauen. Können wir ihnen helfen? Ich trete jetzt erstmal ein. Wir erkundigen uns, wie es den Leuten so geht. Hättet ihr einen Moment, euer Gnaden? Was geht hier vor? Seit dieses grüne Leuchten erschienen ist, kommen ständig Untote aus dem See. Der Bürgermeister kann euch mehr darüber erzählen. Mhm. Ich hoffe, Andraste schickt euch, euer Gnaden. Wir sind hier seit Wochen gefangen. Also, ich weiß nicht, sie könnten vielleicht versuchen, zusammen zu entkommen, aber wenn er meint, sie waren gefangen, dann glaube ich ihm das mal. So, was gibt's hier oben? Ui, etwas Blutstein. Ach ja, erstmal jedes Mal. Die Untoten kommen in Rudeln. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Aber warum tun sie das?